Wieso ziehe ich dieses Gilet Rouge an? Das mache ich nicht, weil ich eine Sympathie mit den Franzosen habe, dann hätte ich ein gelbes angezogen, sondern ein solches Gilet, das zieht man an, wenn man auf etwas hinweisen will, wenn man alarmieren will, wenn man auch motivieren will, wenn man auf etwas aufmerksam machen will. Und das alles wollen und müssen wir machen in den nächsten Monaten, in den nächsten Tagen, in den nächsten Jahren. Wir müssen darauf aufmerksam machen, dass es Leute gibt in diesem Land, die nicht die Interessen von uns allen, von Ihnen, von mir vertreten, sondern nur die Interessen der Europäischen Union und vielleicht noch von einzelnen großen internationalen Konzernen, auch da nicht vom Schweizer KMU. Wir müssen darauf hinweisen, dass es Leute gibt, die in diesem Land die direkte Demokratie, ihr Recht abzustimmen, systematisch zerstören wollen. Es gibt Leute, die sagen vor der Kamera, und ganz besonders in einem Jahr, in dem sie wieder gewählt werden wollen, Demokratie ist das Beste, was es gibt. Aber das gilt nur dann, wenn das Volk so abstimmt, wie sie es gerne hätten. Und wenn das Volk sich traut, einmal anders zu stimmen als die Mächtigen in diesem Lande, dann wird das ignoriert, hinausgetrödelt, hinausgeschoben, aber es wird am Schluss nicht gemacht, was die Bürgerinnen und Bürger wollten. Und heute sagen mir viele, ich bin zwar froh, dass dieser Saal wieder voll ist, aber mir sagen viele Leute, das bringt doch alles nichts mehr. Was kämpfen wir noch, wenn dann am Schluss doch nichts passiert? Und umso mehr müssen wir kämpfen. Umso mehr dürfen wir die aufrechten Schweizerinnen und Schweizer, welche Demokraten sind, freiheitsliebende Demokraten sind, nicht aufgeben, sondern wir müssen weiterkämpfen. Nur dadurch wurde die Schweiz überhaupt so alt und so erfolgreich. Und wenn Sie sehen, was für Angriffe in letzter Zeit kommen, dann wird es immer dreister. In England läuft jetzt gerade eine Kampagne, weil die Brexit-Befürworter angeblich älter seien vom Alter her. Ja, das gehe ja gar nicht, dass jetzt die alten Engländer den Jungen die Zukunft verbauen. Man müsse Stimmrecht 75 einführen. Also die Generation, die das Land im Zweiten Weltkrieg mit Blut verteidigt hat, die Generation, die die Freiheit erkämpft hat in diesem Land, diese Generation soll jetzt nichts mehr zu sagen haben. Ich glaube, diese Generation ist es, die das Land aus der EU rausführt und zurück in die Freiheit führt, ein zweites Mal. Und diese Generation hat es auch hier in der Schweiz nicht verdient. Und das höre ich jetzt dann eher von Klimaaktivisten. Ich will nicht bei der ANS über Klima sprechen, das ist nicht unser Thema. Aber dass die sagen, ja, es geht nicht, dass die Alten den Jungen die Zukunft verbauen, es dürfen nur noch die Jungen entscheiden, das geht nicht. Ein Land und eine Gesellschaft braucht alle, von ganz jung bis alt. Gemeinsam müssen wir für die Interessen der Schweiz einstehen und jeder und jede hat das Recht, sich einzubringen. In diesem Sinne, ich wurde jetzt schon einige Male angekickt, was ladet ihr hier auch Micheline Galmiret, Altbundesrätin, ein? Dann habe ich gesagt, hört zuerst zu, was sie sagt. Und vor allem, bei uns hat jeder das Recht, seine Meinung zu äußern. Aber die Gegenseite, die versucht uns daran zu hindern. Wenn Sie schauen, was die ANS alles mitmachen musste, wie die ANS in den Medien auch jetzt wieder, vorletzte Woche, tot geschrieben wird. Ich bin seit meinem 17. Lebensjahr im Vorstand der ANS. Ich glaube, ich habe noch nie einen positiven Artikel über die ANS gelesen. Und ich staune, dass Sie alle, wir alle, immer noch hier sind. Und für die Sache kämpfen, weil wir eben wissen, dass nicht alles, was in diesen Medien geschrieben wird, so stimmt. Und weil wir wissen, dass positive Medien nicht so wichtig sind, sondern Werte, Überzeugungen und Grundeinstellungen, das ist das Entscheidende für die Zukunft, das ist das Entscheidende für die Politik. Ich gebe zu, es ist nicht alles falsch, was gestanden hat bei der ANS. Es ist tatsächlich so,
dass wir in den letzten Jahren sparen mussten. Es ist tatsächlich so, dass wir weniger Einnahmen hatten. Das liegt nicht daran, dass wir weniger Mitglieder hätten oder weniger Support hätten. Es liegt schlicht und einfach daran, dass diese Leute aus der EWR-Generation, sage ich jetzt, die zum Teil Monat für Monat ein paar hundert Franken überwiesen haben, dass die älter werden und die Jungen, das kann man ihnen nicht verübeln, dann einfach nur ihre 35 Franken Jahresbeitrag einzahlen. Aber wir haben daran gearbeitet und wir können heute eine gute Rechnung vorlegen, auch dank der Geschäftsstelle. Und die Aufgabe der Rounds, ich bekomme in den letzten Wochen viele Briefe. Die einen sagen, wir machen zu viel, wir geben zu viel aus. Die anderen schreiben, wir machen zu wenig, man hört nichts, ihr geht in Vergessenheit. Dann schreiben einige, man müsse jetzt Umweltschutzthema beachten. Und andere schreiben, man werde die Wahlen verlieren. Und Gott sei Dank hat die Ounce keine Wahlen zu verlieren. Die Ounce wird nicht an Wahlen teilnehmen. Natürlich freut es mich auch nicht, wenn befreundete Parteien irgendwo verlieren. Aber die Ounce hat nicht die Aufgabe, Wahlen zu gewinnen oder daran teilzunehmen. Die Ounce hat die Aufgabe, die Freiheit, die Unabhängigkeit und die Neutralität der Schweiz zu verteidigen, völlig egal, wer im Parlament sitzt, völlig egal, was für flatterhafte Bundesräte wir haben. Und zu diesen Bundesräten möchte ich jetzt kommen. Erinnern Sie sich an Ignacio Cassis, wie er fast wie ein SVPler sagte, er werde da gegen die mit der EU härter verhandeln als sein Vorgänger. Als erstes hat er dann Herr Balzaretti eingesetzt, ein Verräter erster Stunde. Als der Botschafter war in Brüssel, hat er die britischen Medien vor der Abstimmung eingeladen in seine Botschaft und ihnen gesagt, die Schweiz möchte auf keinen Fall, dass es einen Brexit gibt, weil das wäre ganz schwierig. Wir sind in einer ganz schlimmen Situation. Stimmt alle nein zum Brexit? Und das ist auch nicht die Aufgabe von einem Botschafter dieses Landes. Aber das zeigt die Gesinnung der Menschen, die an der Macht sitzen im Außendepartement. Und ich müsste der Nachbarschaft zuliebe, sie ist meine Nachbarin, jetzt doch auch mal sagen, Karin Keller-Sutter, natürlich habe ich sie gewählt, aber ich bin enttäuscht. Sie hat bei der letzten Entwaffnungsinitiative als Regierungsrätin an vorderster Front dagegen gekämpft, hat ein Podium nach dem anderen bestritten für das Recht auf Waffenbesitz und kämpft jetzt genauso verbissen für die andere Seite. Da frage ich mich dann manchmal schon, wo sind die Werte und die Überzeugungen? Und man kann nicht sagen, es ist einfach nur, man muss das jetzt machen, weil man Bundesrat ist. Hier sitzt ein Bundesrat oder Altbundesrat, der nicht einfach gemacht hat, was man ihm gesagt hat, sondern der seine Werte, seine Überzeugungen und seine Ideen auch im Bundesrat, so gut es ging, durchgesetzt hat. Und das erwarte ich von allen bürgerlichen Bundesrätinnen und Bundesräten. Und da bitte ich auch Karin Keller und Ignacio Cassis, ich habe noch nicht alle Hoffnung aufgegeben, aber denkt auch an das, was ihr vor den Wahlen gesagt habt. Ich möchte noch bei den Schützen bleiben, weil das erscheint mir eine zentral wichtige Abstimmung. Und wenn ich heute so die Presse verfolge, habe ich das Gefühl, die Schützinnen und Schützen, das sind irgendwelche Exoten, die nach Texas gehören, aber nicht in die Schweiz. Und ich möchte darum mal bitten, wer hier drin besitzt eine Waffe oder ist Schütze, der soll das einfach mal mit der Hand anzeigen, weil ich glaube, das sind doch ziemlich viele Menschen in diesem Land. Und um alle diese Menschen geht es mit dieser Waffenrechtslinie. Rund 80% aller Schützinnen und Schützen sind betroffen von noch mehr Regulierung. Und die Schweizer Schützinnen und Schützen haben im vergangenen Jahr 70 Millionen Schuss abgefeuert. Es gab keinen einzigen Unfall auf irgendeinem Schießstand. Das muss man erstmal hinkriegen. Das kriegt sonst fast kein Sportverein hin. Und wir sind ja
beim Schießen, auch beim Sport und sogar stolze Olympiasieger im Schießen. Und wir lassen uns diese Schweizer Traditionen nicht nehmen. Wir lassen sie uns nicht nehmen von wankelmütigen Bundesräten und wir lassen sie uns erst recht nicht nehmen von Junkers, Webers und anderen EU-Bürokraten. Es ist bezeichnend für die Schweizer Politik, dass wenn in Brüssel irgendetwas geändert wird, dass dann sofort das halbe Bundeshaus Sturm ruft und alles nachmachen will, was die da machen. Wenn man das so weiterzieht, dann haben wir in wenigen Jahren ohne Rahmenabkommen, ohne institutionelle Einbindung schon das ganze EU-Recht übernommen. Das dürfen wir nicht zulassen. Und es wird jedes Mal gesagt, ja, aber dann könnt ihr nachher nicht mehr mit der EU verhandeln, jetzt müsst ihr Datenschutz übernehmen, jetzt müsst ihr Sozialrecht übernehmen, jetzt müsst ihr Mietrecht übernehmen. Überall, in allen Bereichen sollten wir ein Mitglied der EU, ohne Mitglied zu sein, offiziell sein. Das ist die Strategie, die einige führen in Bern und das ist, glaube ich, auch die Strategie in Brüssel. Passt euch an, macht alles mit, zahlt überall mit. Diese Situation ist gefährlich. Diese Situation bringt uns immer mehr nach Brüssel und diese Situation ist wie ein Teufelskreis. Wenn die sehen, das funktioniert, ja, die Schweizer passen das Gesetz an, die Schweizer krempeln jetzt das ganze Steuerrecht um, auch nur weil es internationale Organisationen von ihr verlangt haben. Das ist die zweite Abstimmung dann an diesem Sonntag. Da wird überall nur noch angepasst, angepasst, angepasst. Und dann kommt die nächste Forderung und die nächste und die nächste. Wie weit das geht, das sieht man zum Beispiel beim Staat Liechtenstein. Vor wenigen Jahren gab es da im Landtag eine Anfrage. Stimmt es, dass die Europäische Union von uns verlangt, dass wir keine Staatsgarantien mehr geben dürfen? Und das ist, ich sage jetzt mal, für die Liechtensteiner Banken schon auch noch so ein Symbol für Sicherheit, dass man da sein Geld sicher hinbringen kann und jemand haftet dafür. Und die Antwort war dann von der Regierung, nein, nein, überhaupt nicht, das stimmt nicht. Und 3 Jahre später haben sie vor dem EWR-Gerichtshof verloren und heute haben sie keine Staatsgarantie mehr in Liechtenstein. Jetzt sind die Gelder zum Teil zur St. Galler, zur Bündner Kantonalbank, weil die Leute eine Sicherheit wollen. Und jetzt ruft die EU und baut im Rahmenabkommen ein, dass man keine staatlichen Beihilfen, keine staatlichen Garantien, keine staatlichen Unterstützungen mehr geben darf. Nur frage ich mich dann, wie viele Banken in den EU-Staaten gäbe es heute noch, wenn die da nicht staatlich gestützt hätten während der Bankenkrise? Offenbar gilt da dann anderes Recht, als für die Schweiz gelten soll. Und offenbar gilt auch anderes Recht, als für die Schweiz gelten soll, wenn man über die Unionsbürgerrichtlinie spricht, die jetzt in diesem Rahmenabkommen zwar nicht explizit, aber so eben doch erwähnt wird. Und dieses Rahmenabkommen, das ist letztendlich ein Kolonialvertrag, der die Schweiz total der EU unterstellt. Auch da, wir sind zwar offiziell nicht Mitglied der Europäischen Union, weil man sieht, das will das Volk nicht, aber inoffiziell ist man eben doch Mitglied der Europäischen Union. Und die Schweiz einseitig als binnenmarktrelevant eingestufte Entscheide, Gesetze, Verordnungen von Brüssel einfach übernehmen muss, dass die Schweiz bei Meinungsverschiedenheiten dann vor einem Gerichtshof der EU stehen muss und dass die Schweiz am Schluss auch noch, wenn sie eigenständig denken möchte, Sanktionen oder Ausgleichsmaßnahmen akzeptiert, das ist nicht mehr die Schweiz. Das ist ein Untertan. Und wir Schweizerinnen und Schweizer sind keine Untertanen. Wir sind freie, demokratische Bürger, die friedlich und ganz erfolgreich in diesem Europa leben. Wir leben gerne zusammen mit den Europäern, aber nicht als Untertanen, sondern auf Augenhöhe. Und das müssten die Politiker oder die Beamten, Diplomaten, die in Brüssel verhandeln, mal wieder lernen. Ich
Ich möchte nicht verlängern. Wir haben heute ein hochkarätiges Podium, das ansteht. Ich möchte Ihnen aber versichern, dass die Auns dann, wenn sie da sein muss, da sein wird. Es ist heute, Christoph Blocher hat es Troll de Guerre genannt. Man versucht, uns hinauszuhalten, man zögert es hinaus nach den Wahlen. Man kann es auch als Erfolg sehen, dass bis heute das Rahmenabkommen nicht gekommen ist. Wir haben viel Aufklärungsarbeit geleistet zusammen mit Christoph Blocher und wir werden auch weitere Aufklärungsarbeit leisten. Aber Sie können sicher sein, in dem Moment, wenn es kommen wird, dann sind wir da und dann werden wir, und wenn ich in diesen Saal schaue, dann sehe ich, wir alle werden mit aller Kraft verhindern, dass die Schweiz jemals ein solches Untergangsvertragsszenario unterzeichnen wird. Man muss im richtigen Moment die Kräfte sparen, die Kräfte zur Seite legen, um dann im richtigen Moment auch zuschlagen zu können. Und da sind wir im Vorstand dran, arbeiten wir intensiv für die Zukunft unseres Landes, gegen dieses Rahmenabkommen, gegen ein EU-Waffendiktat, gegen den UNO-Migrationspakt. Da war die Auns zusammen mit Carmen Bruss ebenfalls federführend und im Auftrag der Unabhängigkeit, der Neutralität und der direkten Demokratie. Mich hat neulich jemand gefragt, ist das nicht etwas langweilig, seit 1986 die gleichen Ziele zu haben? Es mag sein, dass das langweilig ist, aber es spielt keine Rolle, weil es sind die richtigen Ziele und es sind unverändert diese Werte, die es braucht und die es auch in Zukunft brauchen wird. Es wäre ja schön, wenn wir uns auflösen könnten und ein Fest machen könnten und sagen würden, es gibt keine Politiker mehr in diesem Land, die die Heimat und die Schweiz ausverkaufen wollen. Nur glaube ich, das werden wir nicht erleben. Und so wird es auch die Auns brauchen, und zwar eine starke, kräftige Auns. Und das sind wir dank Ihnen allen. Vielen Dank, dass Sie uns das ganze Jahr über so unterstützt haben. Und vielen Dank, dass Sie mit uns auch die kommenden Kämpfe kämpfen werden.